Willkommen zu Buckshot Roulette. Ich denke, einige von euch werden das Spiel schon kennen. Es wurde mir sehr oft von der Community zugetragen und auch von Keystraw. Und es gibt sogar einen zweiten Part auf Roblox, der sehr gut sein soll. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal Buckshot 1 und danach Buckshot 2. Da geht es mit einer Bombe nämlich vor sich. In dem Teil spielst du nämlich russisches Roulette gegen einen Gegner. Und im nächsten Teil geht es um eine Bombe. Deswegen bleibt dran, wir spielen beide Teile. Ich bin sehr gespannt, ich würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, über ein Abo auch. Meine liebe Community ist gerade auch dabei im Live-Chat und sehr confused, was wir gerade tun. Ich glaube, die haben Bock. Deswegen kommen auch gern vorbei. Und mein neuer Merch, wie ihr seht, ist draußen, beziehungsweise wurde der Part, der innerhalb von Minuten ausverkauft war, neu aufgefüllt. Deswegen gerne vorbeischauen und es gibt auch frisch geshootete neue Autogrammkarten. Und ich freue mich sehr über diesen tollen Merch-Drop. Und ich freue mich noch mehr, hier reinzugehen, weil ich habe keine Ahnung, was passiert. Let's go. So. Was passiert? I don't know. Oh. Afraid? Interact. Ah, kann ich hier irgendwo draufklicken? Oh, Pillen. Consume Pills, not recommended for first playthrough. Dann nehmen wir die mal noch nicht. Okay, okay. Ich nehme die Pillen mal noch nicht. Okay, da oben sind aber nochmal Pillen. Dann gehe ich jetzt mal rein. Was ist das für ein Game? Okay, geht die Party richtig steil? Was macht der? Der raucht. Okay. Okay, bitte unterzeichne den Vertrag. General Release of Liability. Okay, was soll ich da reinschreiben? Enter your name. Okay. Ich würde niemals in den gruseligen, dunklen Raum gehen, überhalb einer Diskothek und würde dort irgendwas unterschreiben. Aber okay, GNU. Enter. So. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Dealer. Oh. Oh. Okay. One live round one. Was? Ich habe die Patronen in die Waffe geladen. Oh Gott, jetzt müssen wir uns gegenseitig abknallen. Shooting yourself with a blank skips the dealer's turn. Okay, also wenn ich quasi... Shooting yourself. Wenn ich quasi mich erschieße, dann ist er durch, oder wie? Was meinen die damit? Ich probiere es jetzt mal. Okay. Ich zitter richtig, ne? Süßes Spiel. Ach so, ich verstehe. Ich kann jetzt auf ihn schießen oder auf mich. Wenn ich aber auf mich ziele oder auf ihn und falsch liege, skippt er und ich muss mich noch mehr erschießen, ne? Es sind zwei leere und eine geladene. Oh Gott, die erste wird es schon nicht sein. Oh Gott, ist das furchtbar. Oh Gott, wie kann man so eine Scheiße nur machen? Okay, shooting yourself with a blank. Okay, jetzt muss ich entscheiden, ob ich ihn erschieße. Ich glaube, die zweite... Ach, wird es die zweite sein oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ist immer random, oder? Komm, Dealer. Nein, dann ist die letzte. Jetzt bin ich... Jetzt ist er dran, ne? Nein, jetzt bitte erschieß dich. Nein! Scheiße. Ach du Scheiße, das ist ja furchtbar. Vorsichtig jetzt, ja. Ach, Herr Jemini, jetzt verstehe ich. Oh Gott, okay, jetzt verstehe ich. Also es gibt drei Runden und zwei blanke. Ach du Herr, das Blechle. Er entered this chamber, oh mein Gott. Ist das random? Ja, ist zufällig. Dealer. Oh Gott, bitte. Ja! Gut. Hey, Jemine. Oh mein Gott, er hat sich selber ausgenockt. Was ist das für ein Spiel? Ja, ich hab gewonnen. It's the GNU of the Tiger. It's the fear of the fat. Okay, let's make this a little more... Lass uns das ein bisschen interessanter machen. Nein. Two items each. Okay, jeder hat zwei Items. More items before every load. Mehr Items vor jeder Ladung. Was habe ich denn da jetzt drin? Was ist das?
Klassische Filter. Aha. Was ist das? Messer? Wieso kann ich das hier seitlich hinlegen? Hey, was bedeutet das jetzt? Einläden. Eine, oh Gott. Zigaretten und ein Messer. Aber warum? Was kann ich damit machen? Takes the edge off. Regain one charge. Okay. Und hier, Shotgun deals 2 damage. Oh! Also wenn ich hier drauf gehe, macht die Shotgun, erhält die Shotgun 2 Schaden oder macht die Shotgun 2 Schaden? Wenn ich hier drauf drücke, takes the edge off, macht das Ende weg. Regain one charge. Bekomme ich nochmal eine Ladung. Ne? Zigaretten sind für die Heilung. Das ist gut. Und das ist quasi, dass die Shotgun mehr Schaden macht, ne? Aber du kannst dir auch mehr Schaden... Oh, das ist schwierig. Wie viel sind da drin? 4 Schuss und einer Blank, oder wie war das? Ah, die macht 2 Schaden, wenn es die richtige Patrone ist. Wenn es keine richtige ist, gibt es keinen Schaden. Säge ist 2 Schaden. Ein Reload, ein Blank. Okay. 2 jeder. Oh Gott, okay. 1-1. Jeder leer, eine voll. Ich schieße ihn jetzt ab. Nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Nein, der schießt doch niemals jetzt auf sich. Nein! Nein! Oh, shit. Ich wusste es. Oh Gott. Okay. Was ist das? Name is God. Was war das? Okay. Also, 2-2. Ach du Scheiße, bitte schieß dir einfach nur ins Gesicht. Was ist das hier? Your wrecked shotgun ends round on last shell. Oh Gott. Das ist so stumm, das Game, aber es passt so gut. Dann mache ich jetzt den ersten Schuss nochmal auf ihn, ne? Würde ich sagen. Und das ist quasi... And round on the last shell. Soll er das in dieser Welt Gott gespielt hat und verloren hat. Ach, witzig. Gott hat mitgespielt, ist gestorben. Das ist traurig. So, ich probiere es jetzt. Bitte, 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 bitte. Nein, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Verdammt. Das ist so furchtbar, dieses Spiel. Was macht er denn jetzt? Der ist ein bisschen pervers, oder? Oh ja, sehr gut. Hat sich richtig weggejietet, Mann. Oh Gott. Das Bier ist dafür da, dass du eine Patrone rausnimmst. Random. Ah, okay. Okay, der raucht jetzt eine. Was bringt ihm das? Oh, die Sau. Verstehe. Ah, shit. Okay, aber ich habe ja auch 2. Okay, ich habe ja auch 2. Okay, okay, okay. Das ist wieder Messer. Und wieder Messer. Okay. Und ich kann jetzt auch meine smoken, oder? Immer zuerst die Lupe und dann die Säge. Ey, jetzt schießt der nochmal, ne? Nee, doch nicht. Ich nehme jetzt mal eine Zigarette. Ich brauche eine. Oh yeah. Look at this. Oh yeah. Look at this. So. Als wäre nie was gewesen. Ich probiere das jetzt einfach aus. Let's go. Why not? So. Und jetzt. Er hat mich jedes Mal getroffen, ne? Ich schieße jetzt in mein Gesicht. Es kann jetzt keine mehr drin sein. Ja, ich hatte recht. Haha. So. Und jetzt, du Nullnummer, schieße ich dir in dein Gesicht. So. Jetzt ist was drin. I know it. Nein! Nein, verdammt! Nein, verdammt! Oh, dieses Spiel macht mich jetzt schon irre. Oh Gott, er macht das Gleiche. Oh Gott, bitte schieß dir ins Gesicht. Bitte schieß nicht, nein! Ah! Shit! Ich wollte ihn aber auch 2 Schaden machen. Wie viel Schuss haben wir jetzt eigentlich? Bitte schieß dich an. Nein.
Ey, shit. Ich hab wirklich Pech, ne? Careful now. Ach, shit. Wenn du abschneidest, schießt du auf den Gegner, um ihn doppelt zu schaden. Ich weiß. Messer macht nur Sinn, wenn du auf ihn schießt. Nie, wenn du vorhast, auf dich zu schießen. Ja, ja. Das war gerade my bad. Aber er hat mich doch so oft getroffen, ne? Da kann doch jetzt theoretisch eigentlich nichts mehr drin sein, oder? Ach du Scheiße. Ach du Heiligsblechle, Mann. Oh mein Gott. Was machen eigentlich die Pillen, Leute? Was machen eigentlich diese Kackpillen? Wir müssen mal ein bisschen die Schüsse mitzählen, okay? Macht das überhaupt keinen Sinn. Oh Mann, ey. Hey, warum haben wir jetzt? Sind wir jetzt direkt schon in der nächsten Runde? Ach so, wir fangen direkt hier an, okay. So, one live run, okay, also. So, das heißt, wie viel sind drin? Es sind immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 2 Kugeln sind bei 8 Schüssen jetzt drin, oder? Verstehe ich das richtig? Das heißt, ich schieße mich jetzt selber an. Da kann nichts passieren. Das gibt's doch nicht! Ja, genau, aber es sind doch 8. Ich glaube, verwechselt es gerade, ne? Was ist denn die Lupe? So, jetzt sind 4 Schüsse drin. Chance. Um zu sehen, wie viel Patronen es gibt. So, jetzt gibt es 4. Dann, wie hoch kann die Chance sein, dass jetzt eine drin ist? Ja, ich trinke vielleicht echt erstmal ein Bier. Kann ich es nochmal hinlegen? Nee, jetzt kann ich es nicht mehr. So, jetzt trinke ich mein Bier. Jetzt sehe ich diese... So, jetzt sehe ich die... Ach so. Ach, jetzt ist noch eine draußen. Das heißt, immer wenn ich was trinke... Jetzt kam ja gerade eine Patrone raus, ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt ins Face schieße... Erst die Lupe. Was bringt die? Aha. Es ist ein Schuss drin. So, geil. So, dann baller ich dir das jetzt in die Fresse. Mein Freund. Aber richtig. Bäm! So. Weg mit dir. Geil. In your face. Okay. Ja, smoked der eine, der Sack. Smoked der noch eine, der Sack. Oh, ist der ätzend. So. Ach komm, das gibt's doch nicht. Es ist ja 100 pro... Klar, dass die nächste auf mich geht, oder? Gut. Gut. Okay. So, 4 sind jetzt drin. 5. 3 und 2. Okay. Bitte baller dir ins Gesicht. Oh Gott, okay. Soll ich eine smoken? So, oder meint ihr, die ist jetzt geladen? Smoken und Bier? Ja, ich smoke meine. Was bringt Bier nochmal? So, smoked. You wrecked the shotgun. Ends round on the last shell. Die roten sind die scharfen, die schwarzen sind Platzpatronen. Eine Kugel geht raus, okay. Bier schießt eine Patrone raus. Zieh durch. Bier haust du eine. Okay, soll ich eine Bullet nehmen jetzt? Okay. As you wish. Okay, war eine rote drin. So.
Bedeutet, es war eine rote drin. Das heißt, die nächste könnte eine Höhe. Wahrscheinlich ist eigentlich 50-50. Ah, oh, was soll ich machen? Jetzt auf ihn, ne? 50-50. Auf ihn. Komm, let's go. Wir probieren's. Ja! Rot ist immer nicht so geil. Mhm. Aber ich weiß ja auch nicht, in welchem Kontext sie drin sind. Außer es sind schon zwei rote raus, weiß ich, es können nur noch Platzpatronen sein. Da war auch eine rote drin. Eine Platzpatrone. Okay. Das heißt, er weiß jetzt eigentlich, dass keine mehr drin sein kann, ne? Okay. So, es wird wieder neu gezogen. Ich muss mir also merken, wie viele Platzpatronen drin sind. So. Und wie viel nicht. Also es sind drei rote, drei Blanks. Okay. Mhm. Die Reihenfolge der Platonen ist komplett random. Genau, aber wenn ich jetzt weiß, dass drei rote raus sind oder zwei Platzpatronen raus sind, weiß ich ja, die Chance ist höher, ihn zu treffen. Das muss man uns halt merken. Was ist das? Dealer skips the next turn. Ist eigentlich nicht schlecht, oder? Aber lassen wir es mal. Hm, das hat jetzt 50-50, ne? Mach auf dich, trust me. Okay, Max Ramo. Nimmst du das auf dich? Oh Gott, ja, du hast es auf dich genommen. Okay, so, das heißt, ich bombe ihn das jetzt in die Gosch. Bitte, 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 bitte. Nimm die Handschellen, dann kann er nichts machen. Jetzt kann ich nicht mehr. Bitte, 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 bitte. Oh ja, das ist so befriedigend. Sollte es aber eigentlich gar nicht, ne? Das hätte ich jetzt eigentlich machen sollen, ne? Da hätte er nichts machen können. Der Sack, das macht das nämlich bei mir, verdammt. Okay. Smoked er wieder eine, der Sack. Ja, stimmt, hast recht. Jetzt heilt er sich halt einfach, ne? Ja, good point. Aber fürs nächste Mal weiß ich's. Nur weil du mir getrustet hast. Ja, da hast gerade kurz geschwitzt, ne? Oh, shit. Oh, shit. Jetzt schießt er auf mich. Oh, du Sack, ich hasse dich. Ah, du Idiot. Du Vollidiot. Du Vollidiot. Hä, warum darf er nochmal? Ist der dumm? A little bit stupid, I guess. Jetzt die Frage, soll ich mein Bier machen? Ich mach mein Bier, ne? Weil er hat eh nichts mehr zu heilen. Handschellen und Bier, aber er hat ja gerade nichts zu heilen. Das heißt, es bringt ihn ja eh nichts. Wenn ich die Handschellen jetzt mache, ist ja egal. Ich würde das Bier nehmen, um zu gucken, was drin ist. Und dann würde ich... weil wenn ich ihn jetzt die Handschellen anziehe, kann sich ja eh nicht heilen. Aber er kann nicht auf dich schießen. Ist nur noch ein scharfer Schuss. Also soll ich ihn jetzt die Handschellen machen? Okay, komm. Voll der Sadist, dass er das auch noch macht. Dann schieße ich jetzt auf ihn. Yes, in your face. Ah, Bier schmeißt eine Kugel raus. Luke zeigt... Ah, verstehe. Stimmt, stimmt, stimmt. Gut, gut, gut. Bitte Lupe. Bitte Lupe. Oh ja, geil, wir haben eine Lupe. Oh, eine Handschelle. Geil. Soll ich ihn direkt handschellen? Den Sack? Ja. Soll ich ihn handschellen und dann direkt mal... Nein, scheiße, er darf. Ah, nee, ich darf. So. Die Handschelle nur, wenn ich in Lebensgefahr bin. Soll ich jetzt schießen? Oder mache ich die Lupe? Lupe brauche ich noch nicht. Ich würde jetzt einfach... Er hat halt Heilung, ne? Er hat halt jetzt Heilung. Handschellen zweimal auf ihn schießen. Würde Handschellen dann Lupe. Weil wenn ich halt jetzt die Handschelle nicht mache, dann heilt er sich hoch. Jetzt habe ich halt eventuell die Möglichkeit, ihn zu handschellen, zweimal zu schießen und dann ist Schluss. Ich probiere es jetzt. Okay. Bitte, bitte, bitte. Ja! Yes. So, und jetzt mache ich die Lupe. Jetzt mache ich die Lupe und dann weiß ich ja eh, wie es weitergeht, ne? So. Lupe, oder? Lupe und dann sehe ich, was drin ist und kann ihn gegebenenfalls töten, auf mich schießen. Ja. Lupe, wenn blau, dann Bier. Genau. So, lass mal gucken. Oh, rot. Okay, das baller ich jetzt auf ihn drauf, ne? So, goodbye. Goodbye, my lover!
Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. When you tried your best, but you don't succeed. Jetzt geht's, glaube ich, richtig ab. Okay, long last we arrive at the final showdown. No more defibrillators. No more blood transfusions. Now, me and you, we are dancing on the edge of life and death. Also, jetzt wird niemand mehr belebt. Holy shit, was ist das? Wird es ein bisschen sadistisch? 4 Items. Oh. Okay, Bier. Bier. Aha. Oh, das ist gut. Okay, Leute, ihr müsst mir helfen. Oh. Okay, you know the drill. Okay, okay, okay. Er fängt an, oder was? Ne, ich fange an. Boah, ist schwer. Schwierig, schwierig. Also jetzt eine Lupe verwenden bringt ja jetzt eigentlich noch gar nichts, ne? Das Messer macht halt 2, das mache ich am Ende. Das heißt aber auch eine Lupe, finde ich jetzt für den Anfang noch ein bisschen viel. Kannst gucken und dann schießen mit Messer für später. Ja. Ich mache jetzt auf mich. Oh Gott, ja. So. Und jetzt mache ich auf ihn. Ich segne noch nicht an. Bier. Mit dem Bier skippe ich zu 100% eine blaue einfach nur raus. Oder wie war das mit dem Bier? Er schießt das Schwein. Also wie ist das, wenn ich jetzt das Bier nehme? Das Bier packt immer eine Platzpatrone raus. Oder irgendeine. Irgendeine skippe ich. Okay. Hier schmeißt eine Random-Patrone raus. Okay. Dann wäre für mich jetzt eigentlich logisch, dass ich jetzt erstmal auf ihn schieße und hoffe, dass es passt. Oh, shit, das ist echt ätzend. Die Lupe ist jetzt noch zu früh. Hm. Ich will ihm halt Schaden machen, ne? Oder das Bier kann ich jetzt eh nicht mehr nehmen, ne? Ich kann es nur noch entscheiden. Also, der Chat entscheidet, Dealer oder ich. Okay, Dealer. Oh Gott, Leute. Ja, sehr gut. Oh Gott, ja. Oh, was ist das befriedigend. Oh, bra. Jetzt smoked er halt erstmal eine, ne? Was soll er doch? So. Na gut, das weiß er halt, ne? Jetzt ist vorbei. Puh, puh. Oh, cool. Jetzt, das nutzen wir jetzt. So. Oh, das nutzen wir jetzt aber richtig. Oh, das nutzen wir jetzt aber richtig. Geil. Okay. 3, 4 und 4. Das nutzen wir jetzt dann gleich. Okay. Erstmal Handschellen finde ich gut. Machen wir den Handschellen an. Dann würde ich jetzt erstmal reinglotzen. Ansägen, draufballern und dann mache ich den jetzt erstmal richtig platt, oder? Was meint ihr? Glotzen wir mal. Okay. Das heißt, die kann ich jetzt auf mich ballern. Auf mich. Ach, wer hätte das gedacht? So. Jetzt soll ich nochmal reinglotzen oder ansägen und auf ihn drauf? Aber ein Bier tut ja auch eine rote rausballern. Ich will ihm ja Schaden machen. Ich würde jetzt gucken nochmal. Ich habe so viel bekommen. Glotzen. Rot. So, jetzt säge ich die an. Und baller die ihm in the face. So, Kollege. Jetzt wird es richtig unangenehm. Einmal lächeln. Bam. In your face. Ha. So, geil. So. Er skippt ja jetzt. Ich hatte eh recht. Dafür eh nochmal. So, dann glotze ich nochmal rein. Soll ich nochmal reinglotzen? Was bringt eigentlich das Bier? Ich verstehe das mit dem Bier immer noch nicht. Warum soll man random eine rausballern? Ja,
Nee, mach Bier. Warum soll ich jetzt Bier machen? Ich verstehe das nicht. Kann mir das nochmal jemand erklären? Beim Bier haut jetzt eine Random raus. Wenn die rot ist, will ich sie doch auf ihn schießen und will das sehen. Der Dealer sieht aus, als hätte er zu viel gesoffen. Nee, warte, bis du wieder ein Messer hast. Bier skippst du eine Runde. Ich dachte, das Bier die rausnimmt, damit man wieder an die Kiste kommt. Ah, okay. Dann saufe ich jetzt ein Bier. So. Jetzt war eine rote drin. Damit hätte ich ihn eigentlich gern abgeschossen. So. Jetzt haben wir eigentlich eine rote. So, er kickt eine raus. Heißt, wenn du reinschaust und eine blaue drin ist, kannst du zum Beispiel ein Bier trinken und die Patrone ist draußen. Mehr Bier. Okay. Okay, rot. Alle Bier rein. Okay. Wenn du Bier trinkst, fällt eine Patrone raus. Wenn die rote... Wie viele rote waren jetzt? Das heißt, die nächste... Waren es alles rote, ne? Das heißt, die nächste kann ich theoretisch auf mich schießen, ne? Dann gibt es nur noch einen Schuss. 3, 4 rote. Jetzt kannst du auf dich schießen. Geil. Ah, ich verstehe. Ihr zählt dann einfach mit. Mhm. Nice. Das heißt, ich kann es alle auf mich ballern, ne? Okay. Oh Gott, das ist unangenehm. Ach, cool. Ihr seid ja kleine Schlawiner, Lies. Nice. Und dann geht die nächste Runde nämlich an mich. Problem ist, der heilt sich halt gleich hoch, ne? Mhm. Hier. Ah, jetzt hätte ich nämlich keine Items mehr annehmen können, ne? Handschellen. Oh, cool. Ja, geil. Dann machen wir das jetzt gleich nochmal so. Dann kriegt ihr jetzt gleich die Handschellen nochmal an. So, 3 rote, 2 blaue. So, 2 rote, 3 blaue. Ich ziehe dem direkt die Handschellen an. Korrekt. Glotz rein. Wenn sie rot ist, spitze ich an. Und dann baller ich auf ihn. Okay, let's go. Boah, das ist mies. Okay. So, dann glotzen wir mal rein. Glotzi, glotzi. Blau. Okay, das heißt, die schieße ich auf mich. Wisst ihr, was geil wäre? Wenn die nächste jetzt auch noch blau wäre, weil dann hätten wir zu 100% wüssten wir rot. So, die spitzen wir jetzt an. Und dann schieße ich auf ihn. Let's go. Dealer! Friss! Bam! So. Geil. Jetzt wird's, glaube ich, richtig übel, ne? Oh. Okay. Bist du bereit? Nein, für was? Oh, ich sehe nicht mehr, wie viel er hat. Okay. So, das heißt, ich nehme jetzt ein Bier. Und dann wissen wir genau, wie viel drin sind, ne? Es war jetzt eine blaue drin und eine rote. Und es waren 2 blaue und 3 rote. Korrekt? Gerade hat er 2 Leben. 2 Leben hat er noch, genau. Das heißt, ich nehme jetzt noch ein Bier und dann wissen wir eigentlich genau, wie viel was ist, ne? Okay, noch 2 rote und 1 blaue. Dann nehmen wir jetzt ein Bier und dann haben wir halt echt nur noch, vielleicht, wenn es Pech ist, jetzt, vielleicht haben wir jetzt Glück und vielleicht haben wir Pech. Bitte mach die blaue raus. Mach die blaue raus. Nein, es war eine rote. Scheiße, jetzt haben wir 50-50. Oh. Oh shit, Leute. Was machen wir jetzt? Oh shit. Auf dich, auf ihn. Auf ihn, mach auf Dealer. Ich würde auf dich, auf ihn schießen. Auf dich, schieß auf dich, sagt mein Gefühl. Wirf eine Münze. Ist eigentlich egal, oder? Nee, ist eigentlich nicht egal. Auf ihn, sag ich. Ach komm, wir schießen auf ihn. Aber bestimmt nicht, oder? Die meisten sagen auf mich, weil er eine Handschelle anhat, oder? Auf dich. Ich hab das Gefühl, trust me. Okay, alles auf euch. Oh Gott. Oh Gott, Leute, ihr seid so genial. Ja, ihr hattet recht. Oh Gott, dann schieße ich den jetzt ab.
In your face! Oh Gott, ja, Hilfe, dieses Spiel. Oh Gott. So, einen hat er noch. Oh shit, ist der letzte Schuss, ne? Oh, das war's schon. Oh. Ah. Oh. Wow, wir haben das Geld. Look at this. Congratulations, Gnu. Bam. 62.000. Press any key to exit. Woohoo. Nice. Ja, Leute. Das war fresh, aber der Albtraum ist noch nicht vorbei. So, der nächste Part ist Plunger Roulette Nummer 2. Statt Back-Roulette. Und da geht es um Bomben. Deswegen hoffe ich, dass auch ihr mir hier helfen könnt. So, Tutorial. Ich glaube, das ist wichtig. So. Hallo. Okay. Gary. So. 3 live livers. The lever are placed in an unknown order. Okay, das sind quasi unbekannte Orders. Mhm. Life livers are connected to the bombs. So I'd advise you not to pull one. Okay, switch the connection on the bombs by the turn. Now, life liver will be connected to my bomb during this turn. The number on the button represents the amount of the time you can be used. 3-mal. Okay, das heißt, ich muss jetzt eine drücken, ne? Oh Gott, ich muss aber, woran erkenne ich jetzt, was welche ist? Oh Gott. Gott, ist ja noch schwerer. Wie sollen wir denn das wissen? Oh Gott, nichts passiert. Okay, probieren wir die. Ich bin tot. Oh Gott. Careful now. Okay, den letzten macht eh er. Dann skippt er, ne? Weil er weiß, er ist eigentlich... Oh Gott, shit. So, 2 und 3 sind blank. They enter the table in a hidden sequence. Ja, das heißt... Hier, toggle switch. Genau, das kann ich jetzt zu ihm switchen und dann explodiert er, ne? Oder nicht? So, dann ist nämlich auf ihn disconnected und anders auf mich. Bitte explodier. Oh ja, nice. Ich hab richtig. Oh Gott, das war aber knapp. Okay, ich verstehe. Oh Gott, es wird ja noch schwieriger. Wie soll ich denn das rausfinden? Das ist ja wirklich nur Glück. Okay. Okay. Now, how about we make things more interesting? Ach, hey, Jemine. You receive items after each round on the turn. Okay, das könnte mir schon richtig helfen. 2 Items each. Ja, kennen wir. Okay, ein Hammer. Und eine Lupe. Okay. So, bedeutet, wir haben jetzt 2, die aktiv sind und eine, die ist grün. So, er nimmt jetzt die Handschellen. Er nimmt die Lupe, dadurch sieht er was? Wie interessant. So, dadurch weiß er, dass er jetzt nicht explodet, sondern ich. Bin quasi nichts passiert. Da meine Bombe jetzt rot ist, heißt es ja, dass ich jetzt getroffen werde, ne? Krass, wie sie das Original übernommen haben, ja. Das ist nicht mehr Likey, das ist ja Roblox. Das heißt, ich probiere das jetzt mal aus, der Ace-Tutorial. Heißt, ich kann das jetzt hier drauf gucken und sehe... dass es tödlich ist. Nice. Okay. Das heißt, ich kann das jetzt rüber switchen zu ihm. Und kann dann den drücken. Und goodbye, my friend. Genau, also im Prinzip hast du recht. Die restlichen 2 waren eh schon rot. Guter Punkt.
Good point. Das heißt, er weiß es jetzt halt auch. Aber wieso kann ich denn jetzt nicht machen? Weil ich bin doch eigentlich dran, oder? Eigentlich ergibt es ja keinen Sinn, weil eigentlich bin ich ja dran jetzt. Oder nicht? Weil er hat ja einfach sein Ding jetzt übersprungen. Also wechselt man sich in dem Part wirklich einfach ab. Okay, 2. 50-50. Puh. Probier das jetzt mal. Dadurch müsste ich ja eigentlich sehen, was hat mir das jetzt gebracht? Hammer macht Doppelschaden, okay. Das heißt, ich weiß halt jetzt leider nicht, welche was war, ne? Was hat mir jetzt das Bier gebracht? Gar nichts eigentlich. Bist du betrunken? Glückwunsch. Ich probiere das jetzt einfach. Oh Gott. Shit. Okay, es hat nichts gebracht. Okay. So, jetzt haben wir nochmal die. Die wissen, was sie machen. Und die Lupe. 2 und 3 gehen. 3 sind explosiv, 2 nicht. Soll ich ihm mal die Handschellen anziehen? Wir verfahren das Prinzip von vorhin. Das mache ich jetzt mal. Mach Handschellen, genau. So. Und jetzt würde ich gerne mal glotzen. Gucken wir mal die an. Die ist safe. Okay. Das heißt, ich mache die jetzt auf mich. Bin ich dann dran? Oder wechsle ich mich jetzt mit dem ab? Sonst switche ich jetzt zu dem rüber. Und explode den mit der und hoffe, dass die ist. Yes. Nice. So, und jetzt ist ja er dran wahrscheinlich. Nee, ist er nicht, ne? Gut. Die ist grün. Das heißt, ich switch nochmal zu ihm rüber. Und probiere... Die da. Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes! Wie viel Glück will man haben? So, und jetzt wäre halt doppelter Schaden geil, ne? Jetzt ist aber er dran, ne? Bitte mach auf mich. Scheiße, er verheilt sich, der Sack. So, jetzt guckt er nach. Kacke, jetzt guckt er nach. Oh, nein. Nein. Aber gut, das ist sehr gut. Sehr gut, so ein Idiot. So, das heißt nämlich, ich mach das jetzt. Mach doppelt Schaden und mach hier drauf. Bäm! So, stirb. Yay! Sehr gut. Und der explodiert eh nicht. Ha! So, Noob. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Okay. Oh, ist aber nicht so gut, die Items, ne? 2-2. Zuallererst will ich mich mal heilen. So, Bandage. Okay, jetzt ist 50-50, Leute, ne? Keine Ahnung. 0. Ich kann eh nichts machen. Ich kann nicht mal mehr rüberskippen. Soll ich ihn... Handschellen geben. Ich gebe ihnen jetzt mal Handschellen, weil im Worst Case... Aber ich kann jetzt ja nur noch auf mich machen, ne? Das ist eigentlich schlecht gewesen. Scheiß, das war eigentlich schlecht, ne? Nein, kann ich ja die Handschellen wieder abnehmen. Aber ich kann ja nicht mehr rüberschalten zu ihm. Oh, Kacke. Das habe ich nicht bedacht. Recht, sagt ihr. Okay. Oh Gott, hatte ich ein Glück. Oh mein Gott, hatte ich ein Glück. Oh Gott. Aber kann es jetzt sein, dass ich mich nur selber umbringen kann? Oh Gott. Wie viel Glück kann man haben? Oh Gott, wie viel Glück kann ich haben? Jetzt tut er sich selber töten. Nein, jetzt tötet er mich. Shit. Shit. Oh Gott, shit. Okay, ich krieg jetzt einmal Schaden, aber es ist halt so. Egal, egal, egal. Ich habe ja eh noch genug Leben. Easy, easy. So, jetzt aber. Konzentration. So, blicken. Das.
Okay. Problem ist, ich kann es nicht mehr wegschalten von mir, ne? Ich kann dieses Kackding nicht mehr wegschalten von mir. Verdammt. Nein. Oh nein. Ich kann es nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, ich kriege ja jetzt Schaden. Ich habe nicht gewusst, dass man es nicht so oft schalten darf, ne? Hä, wieso ist nichts passiert? Ey. Hä, warum ist nichts passiert? Wie viel waren das jetzt? Ich habe nicht drauf geachtet. Zu oft gemacht, ne? Wenn man Bier trinkt, ist alles neutral. Ah. Okay, er ist nicht exploded. Das heißt aber theoretisch, ich habe gar nicht die Möglichkeit, es zu ihm zu flippen, ne? Das ist halt das Problem. Ich kann jetzt nur noch darauf hoffen, dass er sich einmal abschießt. Ich mache jetzt mal alles neutral. Grün ist also alles neutral. Let's go. So. Jetzt. Eine ganz neutrale Runde hier. Ich glaube, weil wir beide nicht mehr die Möglichkeit haben, wegzuschalten. Wisst ihr, was ich meine? Aber er hat ja eh noch ein Bier, ne? Das war unfair. Gut, dann nehme ich jetzt den. Weil es geht nur noch auf mich. Okay, und er säuft jetzt auch, oder nicht? Okay. Ich brauche mal was Gescheites jetzt. Ein Verband ist gut. Ein roter, zwei grüne. Okay. Brauche erstmal Verband. So. So, zwei rote, ein grüner. Das Problem ist, ich muss halt eigentlich. Ich gehe jetzt damit. Er macht es wahrscheinlich auch nochmal, aber danach sind wir wieder even, weil ich will jetzt keinen Schaden haben. Let's go. Hätte gerne wieder die Möglichkeit, es zu ihm rüberzubringen, aber es geht nicht. Shit, das heißt, der ist es jetzt, ne? Oh nein! Scheiße. Egal, ich habe genug Heilung noch. Oh Gott. Ja, nein, gib mir nicht so viel. Die Handschellen bringen ja gar nichts. Ich kann ja gar nicht rüberschalten zu dem mehr. Der macht eh alles neutral, der Sack. Ach, shit. Ich probiere es jetzt einfach random. Scheiße. Oh, das war dumm, weil ich nicht. Ach. Kacke. Na, sag bloß! Ich kann aber nicht mehr rüberschalten zu ihm, verdammt. Mann. Ich werde sterben. Es gibt eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr für mich. Weil er schießt ja eh nicht zu sich rüber, ne? Genau, das heißt, er guckt jetzt eh. Aber eigentlich kann er sich ja selber dann auch gar nicht mehr. Außer er hat keine Items. Dann kann er sich noch selber in die Luft jagen. Aber solange Items hat halt nicht. Dann mache ich das jetzt auch so. Ich habe ja noch eine Lupe, notfalls. Die hat er ja nicht mehr. Die Hammer bringen uns ja eigentlich gar nichts. Das war jetzt eigentlich dumm, ne? Weil jetzt muss ich mich in die Luft jagen. Boah, ist aber komplizierter, das Spiel. Nein, bloß nicht. Testing your luck, I see. Nein, ich will die wieder hinlegen. Nein, ich kann nicht. Ach komm, dann mache ich halt Selbstmord. Wir müssen es nochmal neu angehen. Das funktioniert nicht. So, nochmal. Jetzt wissen wir, wie es geht. Lupe Hammer wäre Win gewesen. Geht ja nicht, weil ich kann ja nicht mehr zu ihm rüberschalten. Das ist ja das Problem. So, wir sollten damit ein bisschen sparsam umgehen. Da ich jetzt ein Leben mehr habe, probiere es jetzt. Gut, das war gut. Das war eigentlich gar nicht gut, ne? Zu der Sack das ausnutzen.
Aber er hat ja auch nicht mehr so viel Züge, ne? Deswegen vielleicht muss man am Anfang... Wie viel waren's? Wie viel rote waren's? Es waren 2 rote, 1 grünes, oder? Wie war das nochmal? Tell me. Okay. Dann baller ich das jetzt zu mir rüber, mein Freund. Bam. So muss das aussehen. So, 2 grün, 2 rote, okay. Bitte spreng dich selber in die Luft. Oder bitte. Nein. 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 Okay. Also wenn ich sterbe, dann lieber jetzt. Deswegen probiere jetzt einfach einen neutralen. Oh, ich Glück gehabt. Dieser Sack. Bitte spreng dich. Bitte spreng mich nicht in die Luft. Bitte, 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 bitte. Wie viel Luck kann man haben? Nein, verdammt. Ich glaube, am Anfang muss man echt viel risken, um dann gut weiterzukommen. Weil dieses Hin- und Herschalten, das bringt am Ende ja nichts. So. Boah, das ist aber echt schwerer als der andere Part, ne? I must interfere. This is much harder than the last part. So. Ich gehe jetzt all in. Haha, Karma. Oh, herrlich. Wie viel waren das jetzt? 2 grün, 1 rot. Okay. Dann geht der auf mich. 2 rot, 1 grün. Mhm. So kann das auch laufen. Das begrüße ich sehr. Gnu aller Wins. Okay. Sehr schön. 2 Items each. Ja. Was kriege ich? Handschellen und Handschellen. Na toll. Die Handschellen bringen mir jetzt aber eigentlich noch gar nichts, oder? Ich brauche eure Hilfe. Wie viel waren es jetzt? Ich habe nicht drauf geachtet. Wie viel waren das? Er hat schon wieder 2 Bier. Das heißt, er kann schon wieder alles neutral machen. Das ist schon mal scheiße. Hm. 2 und 2. Hm. Ich sollte ihn eigentlich die Handschellen drücken. Und dann versuchen, alles auf ihn zu schießen, oder? Ja. Handschellen, da riske ich auf ihn jetzt. Aber das Problem ist, die Bier bleiben halt stehen für später, ne? Das ist echt nervig, dass der so viel hat davon. Ist ja eigentlich egal, ich kann auch nachher switchen, ne? Okay, das war schon mal sehr gut. Okay, okay, okay. Das heißt, ich switch jetzt auf ihn. Und gebe mein Bestes. Oh Gott, bitte. Das war sehr gut. Jetzt ist die Frage, er ist ja immer noch gehandicapt. Oh ne, nicht mehr. Verdammt. Das wusste er, ne? Okay, das wusste er nicht. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht immer noch Glück. Das weiß ich jetzt halt nicht, ob das eine neutrale war oder halt nicht, ne? Wir wissen es nicht. Boah, was soll ich tun? Sollen wir auf uns machen? Ich will es halt eigentlich ungern nochmal switchen. Der war neutral, weil er gesoffen hat halt. Deswegen, wenn er Bier trinkt, ist alles neutral. Das Problem ist, wenn er ein Bier trinkt, kann er alle drücken, auch einen roten. Die sind alle neutral. Wenn ich jetzt aber switche, ich habe jetzt schon 4-mal geswitcht. Man kann insgesamt nur 5-mal switchen. Ich würde es jetzt auf mich machen. Nein, verdammt. Okay, wir sind even. Alles gut, wir even. Ich brauche Bier, ja. Und ach, diese dummen Handschellen, echt.
Zwei rot, eins grün. Er säuft. Er macht einen auf neutral, ne? Auf natural. Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Oh, das kann man überhaupt nicht predikten. Ja, ich mach auch Bier, oder? Ja. Hopp. Dieser Sack. Oh, dieser Sack. Weiß er das? Hä? Aber wieso konnte er das wissen? Kann das sein, dass Bier einfach den neutral macht, den du nimmst und der andere ist Safe Call rot dann? Kann das sein? Kann das sein, dass wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es gibt jetzt vier rote? Er hat geraten. Ich weiß nicht, ob der geraten hat. Ich glaube, wenn du Bier säufst, ist es so, dass ein Roter neutral wird, aber der springt dann zum letzten über und der Grüne könnte rot sein, oder nicht? Wie viele Rote waren es? Drei Rot, ein Grün? Dann mache ich jetzt mal Risk. Bitte! Ja! Du Sack! Das war gut. Ich hätte ihn eigentlich anketten sollen, ne? Ha! Er hat sich selber eliminiert! Du Vollidiot! Du aller Wins! Oh Gott, Level 3. Vermutlich wird, wenn du Bier trinkst, nur die Bombe neutral. Okay. Dann ist der aber richtig High Risk gegangen, ne? Okay. Kann ich mitleben. So, zwei rote, ein grüner. Ich fange an. 7 habe ich jetzt. Zwei rote, ein grüner. Okay. Soll ich ihnen Handschellen anziehen? So, und dann baller ich die mal rüber. Bam. So, are you sure you mean to use the button first? Hä? Oh nein! Oh nein, ich bin so dumm! Oh mein Gott, das ist so pure Dummheit! Oh mein Gott, ist das dumm! Ich rege mich gerade so selber über mich auf, verdammt! Meine Güte, wie blöd kann man sein einfach nur. Oh mein Gott, also... Oh. Dumb ways to die. Komm, dann ist es mir jetzt auch komplett egal. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich bin einfach nur so dumm. Das habe ich echt verdient. Ah, ist so dumm. Boah, es ist dumm gewesen. Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist mir richtig unangenehm. Guck mal, dafür tun die mich jetzt richtig hier lieb haben, weil die wissen, boah, die war so dumm, da müssen wir ein bisschen helfen. Ach du Heiligsblässe, wie viele Rote waren das jetzt? Drei Rote. Okay. Ich bin der Meinung, ich baller den jetzt in die Luft. Sehr gut. Das war ein bisschen satisfying, aber der wird mich jetzt halt komplett fertig machen, ne? Das hat jetzt das Problem. Verdammt. Mann, wir waren so gut. Hä, was macht der denn?
So, was mache ich jetzt am besten? Bier nehmen? Oder versuchen, ihn nochmal abzufeuern? Ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren. Ich muss ja eh switchen. Also probieren wir es einfach. Ich habe ja nichts zu verlieren. Bitte, 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 bitte. Oh nein. Ist der blöd. Der ist genauso dumm wie ich. Ach du Scheiße. Ah, der kann nicht mehr switchen, kann das sein? Bitte eine Lupe. Oh ja, das ist schon mal ganz gut. Okay. 3 grüne, 2 rote. Okay. Soll ich es wagen oder soll ich rüberschießen? Und wir haben ja nichts zu verlieren, ne? Probier's jetzt einfach. Bam. Ja! We did it! Oh my gosh! Shit, halt der Sack sich. Ich hätte echt Handschellen machen sollen, ne? Hm. Shit. Oh nein. Okay, jetzt mach selbst eine grüne auf dich. Da muss er sich selbst in die Luft jagen. Hm. Also, er hat jetzt kein Bier getrunken, ne? Wie viel waren es nochmal? 3 rote, 1 grüner. Hat er gerade kein Bier getrunken und er hat sich nicht in die Luft gejagt, ne? Das heißt ja theoretisch 3 rot, 2 grüne. Okay. Heißt es, ich mache ihn jetzt mal Handschellen an, oder? Ein roter noch übrig. Ich mache den jetzt Handschellen an. So. Hm. Dann kann er sich halt nicht selbst in die Luft jagen. Ich habe halt die Hoffnung, dass ich vielleicht mit dem Hammer jetzt das unfassbare Glück habe und ihn vielleicht hoch in die Luft jag. Oh nein, scheiße. Und die anderen sind ja eh grün jetzt, ne? Ne, sind sie nicht. Ich sauf jetzt Bier. Ist mit so einem High Risk. Shit. Nein, jetzt kann er sich nicht mehr selbst in die Luft jagen. Du Arsch. Nein. Nein, bitte lass es jetzt nicht rot sein. Ich hasse das Spiel. Ich hasse das Spiel so sehr. Vor allem ärgere ich mich immer noch über meinen dummen Move von vorhin. So. Okay. Jetzt mache ich den aber platt, ey. Ich bin ja immer noch... Oh, jetzt kann ich ihn gar nicht... Nein, du Sack, du Dummer. Ho! Also, es ist jetzt 1 rot, sagt ihr, ne? So, ich bin wieder dran. Also, ihr sagt, es ist 1 rot. Dann kann ich ihn jetzt ja theoretisch... Soll ich ihn jetzt festbinden? 1 rot, 2 grün. 1 grün hat er gedrückt. Das heißt, 1 rot, 1 grün. Das heißt, ich gebe ihm doch jetzt die Handschellen, mach die Lupe und baller mit dem Hammer drauf. Oder? Gut. Handschellen. Lupe. Okay. Hammer. Und... Oh nein. Nein, ich bin so dumm, dass man immer switchen muss. Kann ich das bitte hinlegen? Bitte. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Oh Gott, er sagt es mir auch noch. Oh Gott, ich dachte schon wieder. Oh. Ich dachte, das wäre wie beim anderen, dass ich den Switch nicht machen kann. Es war rechts, ne? Ich kann jetzt auf rechts draufballern, oder? Question mark? Ja. Bam in your face, Mann, ey. Hier. Friss. Satisfaction guarantee. Oh ja. So, und den mache ich jetzt auf mich. Gediegen. Bam. So.
Oh, hier ist noch ein bisschen. Was? Oh. So. Dann gucken wir mal, was wir hier für eine Mini-Mini-Würstchenkette drin haben. Das ist gut. Okay. Was soll ich dafür eintauschen? What a shame. Ach so, geht gar nicht. Okay, gut. All good. So, zwei rote, ein grünes. Okay. Der ist immer noch gefangen. Wieso ist er jetzt dran? Na toll. Jetzt nimmt er den roten auf mich. Bitte sei dumm, bitte sei dumm. Bitte. Er kann ja nicht mehr switchen, ne? Oh Gott, er kann nicht mehr switchen, oder? Ach du Scheiße, der kann ja nicht mehr switchen. So, ich nehme jetzt erstmal Verband. So. Wäre es jetzt schlau, ihn zu fangen? Jetzt sind alle rot, ne? Also, ich brauche ihn gar nicht fangen. Ich mache einfach, dreh um. Genau. Das heißt, ich drehe um und mache einfach, ich mache ihn fest. Ich mache Handschellen und dann baller ich alle rüber. Ich habe ja keinen Hammer. Das heißt, ich binde ihn fest und baller beide rüber. So. Dann switche ich. Aber kann ich überhaupt noch switchen? Ist ja egal, ich habe ja eh genug. Bam. In your face. In your face! So. Und dann switche ich nochmal rüber. Und mache nochmal in your face. Trotzdem dummen Fehler vom Anfang. Oh Gott, habe ich mich verflucht dafür. Holy moly. Habe ich mich verflucht. Boah, das war's, Leute. War aber auch cool. Hat mir sehr gut gefallen. War ein bisschen weniger unpredictable. Also wirklich ein bisschen mehr Zufall auch. Ja, hat mir gut gefallen. War ein Roblox-Game. Wer hätte es gedacht? Ich würde mich über Daumen nach oben sehr freuen. Über ein Abo. Kommt gerne auf Twitch live vorbei. Checkt gerne mein Merch ab. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie oft euch die Pumpe gegangen ist.